Willkommen auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Shinehill und wir haben ein kleines Problem und dieses Problem nennt sich Rue. Denn Rue ist ja die Person, der dieses Haus gehört, in dem ich lebe. Und wir täuschen ja die Identität von Rue vor. Deswegen haben wir in letzter Folge unsanft schlafen gelegt und in eine Höhle eingesperrt. Da werden wir gleich mal hingehen. Ich wollte jetzt erstmal die Tomaten hier ernten. Und am besten auch gleich mal gießen den ganzen Kram. Oh, man kann. Ah, man kann zwei gießen. Das, warte mal, geht das? Ja, cool. Okay, sehr gut zu wissen. Jetzt spart Zeit. Zeit spart auch, wenn man schnell läuft. Ja, Rue ist hier oben. In einer Höhle. Ja, moin. Wie geht's dir? Gute Frage. Wer bist du? Hilfe! Hilfe! Ich bin hier irgendjemand. Schrei so viel du willst, niemand kann dich hören. Beruhige dich. Ich werde dir nicht wehtun, Skyl. Hab ich schon. Warum sagt er das jetzt? Beruhige dich, ich werde dir nicht wehtun, hä? Was willst du von mir? Ist das eine Art Witz? Lass mich gehen. Ich werde so tun, als wäre nichts davon passiert. Haha, garantiert wirst du das machen. Warum passiert mir immer etwas Dummes? Ich habe es so satt. Ich wollte einfach nur ein einfaches Leben in einem kleinen Dorf. Ich würde eine schöne Frau finden und Kinder haben. Und ich würde 3 Gläser Marmelade machen und alles auf einmal essen. Ja, das sind seine Ziele im Leben. Okay. Eigentlich denke ich, dass Marmelade meinem Plan wichtiger ist als Frauen und Kinder. Zumindest ist es realistischer. Ja, das glaube ich auch. Weißt du was? Ich werde mein Leben nicht durch meine Finger gleiten lassen. Entweder lasst mich gehen oder bringt mir Marmelade. Hä? Ich glaube nicht, dass du gerade in der Position bist, um Forderungen zu stellen. Aber wenn du es heute Abend nicht tust, verschwinde ich einfach. Hä? Du kannst nicht verschwinden. Du bist eingesperrt. Oder glauben sie wirklich, dass ich nicht durch diese riesigen Löcher zwischen den Stangen passe? Das war's. Ich sitze hier und warte. Mindestens 3 Gläser Marmelade. Jede Beerensorte ist mir egal. Vergessen sie nicht, Zucker hinzuzufügen. Ich kann ihn nicht einfach gehen lassen, sonst ist meine Mission gefährdet. Der echte Rue ist bereit, im Austausch für 3 Gläser Marmelade still zu sitzen. Was ist das denn für eine blöde Bitte? Ja, finde ich auch. Ich sollte sie ihm bringen. Ich hoffe, dass er dann nicht entkommt. Und danach werde ich sein Gedächtnis so schnell wie möglich löschen. Warum? Also wenn er sein Gedächtnis löschen kann, warum macht er das nicht einfach so? Dann brauche ich die Marmelade nicht machen. Naja, auf dem Schiff muss ein Gerät vorhanden sein. Ah, okay. Der beste Weg, das Schiff zu finden, besteht darin, zunächst Rudy oder Lucy zu fragen. Sie sind diejenigen, die mich gefunden haben. Okay. Boah, ich weiß ja noch gar nicht, wie man Marmelade macht. Ich weiß ja noch gar nicht, wie man hier irgendwas macht. Auf jeden Fall habe ich ein paar Apples. Achso, ich habe hier eine Kiste draußen. Ja, stimmt ja. Was waren da nochmal drin? Ja, allerhand Gedöns, ne? Aber mein Inventar ist schon wieder voll. Nee, gar nicht. Warte mal, doch. Ist das jetzt die Tasche? Oder ist das? Nee, das ist mein Inventar und das ist... Das ist, Tasche ist gut. Warte mal, ich habe Tomatensaaten. Die können wir doch... Und ich habe noch 5-mal Mais. Warum habe ich 5-mal Mais? Das ist ja wirklich sehr drollig. Warte mal. Das machen wir mal anders. So. Wo ist mein Mauszeiger? Es ist halt Early Access, ne? Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Finde ich gerade nicht. So, tauschen wir es einmal aus. Und dann gehen wir da mal hin. So, und dann können wir das doch mal anpflanzen. Achso, nee, ich muss ja erst ein Loch graben. Ja, okay. Sehr gut. Ja, dann bauen wir hier erstmal den Mais schön ein. Gießen das Ganze. Aber man könnte es auch so machen. Ha! Perfekt. Und jetzt habe ich ja noch eine Tomatensaat. Die könnte man auch nochmal einpflanzen. So. Ja, ich vergesse das jedes Mal. So. Na, jetzt aber. Sehr schön, da haben wir das doch alles gegossen. Perfekt. Genau, mach eine schöne Rolle. Und gut ist. Kann ich einfach ein paar Sachen bewegen, setzen. Alles Stapel. Ah, Stapel identisch. Warte mal, es geht auch. LB. Naja, ist aber nichts. Wobei, doch. Stapel. Ja, ich muss auch links drücken.
Jetzt hat's geklappt. wenn man direkt zurück, dann bringt das nicht viel. Na gut. Wir schauen uns mal um. Und wir schauen mal, dass wir mit Root sprechen. Rudy? Root? Lucy? Ich weiß nicht wen. Treffen Sie junge Menschen auf der Insel. Anschließend kehren Sie zurück zum Bürgermeister. Ach so. Ah, da muss ich noch ein paar finden. Der beste Fischer. Ich müsste eigentlich auch mal wieder angeln. Fisch mit Karotte. Okay. Ja, Erpresser. Abschlussstelle. Frag Rudy und Lucy. So, wo ich mich gefunden habe. Ich muss einen Geheimtrank für Boris zubereiten. Berserkergetrank. Meine Herren, was ihr alles machen soll. Vor allem nehme ich erstmal die Kamille mit. Und dann schaue ich mal nach so ein paar Leuten. Dass ich die finde und mit denen mal quatsche. Genau. Achso, das ist ja sehr gut. Ach, die sind ja alle markiert. Ja, perfekt. Weißt du, ich mag sonnige Tage und so. Aber es wäre schön, wenn es zumindest ab und zu regnen würde. Wie lange bewässere ich dieses Feld schon? Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Lass mich helfen. Wirklich? Vielen Dank. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein. Arbeite einfach nicht so hart. Ich wette, Sie haben alle Hände voll zu tun. Okay, warte mal. Was muss ich bei der Quest jetzt machen? Irgendwas mit Supergießkanne? Ich habe eine Gießkanne, die ich benutzen könnte. Ich muss Martha helfen, die Beete zu gießen. Boah. Okay, aber wenn ich jetzt hier gieße. Oder sind das... Ah, okay, die mit den Tropfen. Die soll ich auch mal wässern. Okay, machen wir eben. Das gibt wieder Pluspunkte und unsere Tarnung ist ja wieder felsenfest. Ich meine, die ist sowieso schon total voll. Sehr schön, den Apfel noch mal mitnehmen. Kamille mitnehmen. Ist da irgendwas? Nö, okay. So. Fertig. Oh, ein Nusskuchen. Lecker. Vielen Dank. Jetzt ist nicht mehr viel übrig und ich werde mich bald ausruhen können. Wenn auch Sie Hilfe benötigen, zögern Sie nicht vorbeizukommen. Wir sind schließlich Nachbarn. Ja, da hilft man doch. Da hilft man doch einander. Aber ich brauche jetzt mal Hilfe mit Ru. Eigentlich. Ah, das wird echt schwierig. So, den Postäumel. Ne, mit dem muss ich nicht reden. Der füttert hier erstmal die Tauben. Barbara, was für ein wundervoller Tag. Ich hoffe, dass die Kunden es auch spüren und heute vorbeikommen. Na, machen die garantiert. Das machen die hundertprozentig. Ja, wie bist du denn? Meine Frau kann überhaupt nicht kochen, aber das kann ich ihr nicht direkt sagen. Also habe ich überall Rezepte verteilt, damit sie sie findet und etwas lernen konnte. Okay. Das ist der Bürgermeister, ne? Der Bürgermeister. Sag mal, haben wir nicht hier irgendwo Leute gehabt? Ja, da oben. Aber dann wahrscheinlich im Geschäft, im Markt. Ah ja. Ich freue mich wirklich, dass Sie ab und zu vorbeischauen. Es ist immer schön, sich die Zeit mit einem guten Gespräch zu vertreiben. Sprechen Sie mit anderen Menschen in unserem Dorf? Bist du mit jemandem befreundet? Ich mag niemanden. Ja, ich rede mit einigen. An einem neuen Ort Freunde zu finden, ist schwer, das weiß ich. Lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben, okay? Jeder hat sein Lieblingsgericht, sodass Sie ihn damit verwöhnen und bessere Freunde werden können. Hier gibt es sogar ein Sprichwort. Das Herz eines Dorfbewohners geht durch den Magen. Kennen Sie Sophia? Sie ist ein wenig seltsam, aber sie ist eine sehr nette Person. Und das sage ich nicht nur, weil sie meine Nichte ist. Okay. Nimm das. Es ist Ihr Lieblingsgericht. Versuchen Sie es ihr zu geben. Um ihre Beziehung wird sie sofort verbessern, okay? Oder sie können es behalten. Ich werde dich nicht zwingen, Geschenke zu machen, oder? Aber ich schlage vor, dass sie es versuchen. Ja, du, sie, naja, gut. Du hast ein neues Level erreicht und deine Fähigkeiten... Ja, gieß hier mal einfach auf den Boden. Ebene 4, warte mal. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht... Ah, okay. Vielleicht ist es noch gar nicht drin im Spiel. Was kann ich hier eigentlich machen? Da sehe ich nur die Übersicht. Vielleicht gibt es das auch noch nicht, dass du irgendwie Punkte verteilen kannst. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Halt, ich brauche mal die Fähigkeit, um durch eine Tür gehen zu können. So, wo dürfen wir noch hin? Die Dame da oben möchte was. Das ist Brian. Ja. Tut mir leid, konnte man aus der Ferne nicht sehen.
Haben Sie eine Minute? Ich habe eine geniale Idee. Manchmal lasse ich etwas Wichtiges fallen und es rollt zum Beispiel unter das Bett. Ich muss mich bücken oder sogar Möbel bewegen, um es zu bekommen. Aber stellen Sie sich vor, es gäbe jemanden, der leicht in jede enge Spalte greifen und das bekommen könnte, was Sie brauchen. Jemand wie eine dressierte Krabbe. Ah. Kannst du eine rote Krabbe für mich fangen? Unter anderem wird es mein Freund sein. Stellen Sie sich vor, wie meine Schwester schreien wird, wenn sie es sieht. Das allein ist die Mühe wert. Ja, ich hab die doch schon, oder? Ich hab doch eine rote Krabbe. Ah, ich hab sie nicht dabei. Ich hab doch eine rote Krabbe gefangen, wa? Die hole ich jetzt mal eben. Voll gut. Aber dann muss ich mal schauen, wo die ganzen Leute sind. Ich dachte, die werden jetzt alle markiert wegen der Quest. Nö. Rote Krabbe. Ist das eine rote? Ja. Das ist eine rote Krabbe. Geil. Quest fertig. Er ist so cool. Danke, das wird mein bester Streich aller Zeiten. Oh, da haben die Freundschaft erhöht und wir Fleisch bekommen. Muss schwer gewesen sein, ihn zu fangen. Du bist absolut großartig. Ja, ging so. Muss ein kleines Rätsel lösen und dann ging es eigentlich. Sag mal, für irgendeine Quest brauchte ich doch Fleisch. Holz, Apfel, Hülse. Jetzt nicht mehr. Die könnte ich annehmen. Aber, ja, ich weiß nicht. Komm, nimm es an. Habe ich Holz zufällig dabei? Nö. Aber kann ich ja eben holen. Dann haben wir das fertig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tarnung hier jemals so weit runter geht, dass sie hier irgendwie Gefahr läuft, dass was passiert. Warte mal. Übertragen. Ja. Aber jetzt muss ich mal schauen. Ich muss ein bisschen was loswerden hier. Das ist ja furchtbar. Was ist das denn? Ach, Gesundheitstrank. Oh, den nehmen wir mit. Mit Gras war doch auch irgendwas. Wem sollte ich denn Gras bringen? Aber ich glaube, das hatte ich schon erledigt. Tomaten, Äpfel, Stückchen Kuchen behalte ich mal da. Die Federkiele von den Igeln. Ach komm, jetzt packe ich ihn doch weg. Sehr schön. Gut, okay. Dann müssen wir uns ein bisschen umschauen. Wen wir noch so treffen. Bup, 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 bup. Mit wem habe ich denn noch nicht gesprochen? Ah, doch, warte mal da oben. Aber das, ja... Die junge Dame und die wollte irgendwas. Ich weiß aber nicht mal was. Zu der sollte ich gehen. Halt. Stachelbeere. Kamille. Alles mitnehmen. Ja, genau. War das Lucy? Ich hörte den Arzt sagen, dass es ihnen gesundheitlich sehr gut geht. Also habe ich mir etwas überlegt. Eigentlich, vergiss es. Sag mir, sei nicht schüchtern. Schon vergessen. Nee, sag's mir. Wie auch immer. Ich habe ein neues Mittel entwickelt, aber ich fürchte, es hat möglicherweise nicht die Wirkung, die ich erwartet habe. Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, vielleicht... ich werde es versuchen für das Geld. Für das Geld. Ich werde es versuchen. Vielen Dank. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein. Oh nein. Ob das gut ist? Sich irgendwas... Oh, das kann doch nicht gut sein. Was ist nur los? Ich habe es eilig. Entschuldigung. Wir sehen uns später. Was? Wir sind jetzt ja. Wo bin ich denn hier? Hinterher. Habe ich jetzt einen Fiebertraum oder. Okay. Nein, ich schlafe nicht. Der Tee ist sehr lecker. Okay. Leider haben wir keine Plätze am Tisch. Und wir haben keine Tassen mehr. Komm morgen wieder. Hä? Mein Hut ist so stylisch. Was ist drin, fragen Sie? Es ist ein Geheimnis. Warum? Wir gehen einfach mal weiter. Kannst du mich sehen? Ich dachte nur, mein Lächeln sei sichtbar. What? Was ist hier los? Ich versuche, Rauchringe zu machen, aber es funktioniert nicht. Nee, ist okay. Ist nicht schlimm. Oh, da war jemand traurig. Er hat meine Rassel kaputt gemacht. Okay... Das habe ich nicht getan. Ich habe ihr Spielzeug nicht berührt. Was ist hier los? Okay, das ist, glaube ich, das Ziel. Rue, kannst du mich hören? Nein, bleiben. Ja, Rückkehr. Ich wüsste nicht, was ich hier soll. Er hat völlig durchgedreht.
Wunderland, es war wunderschön dort, habe ich gerade freigeschaltet, okay. Rue, kannst du mich hören? Du stehst schon seit mehreren Minuten still. Jetzt ist doch alles gut, oder? So eine Reaktion darfst du nicht haben. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Du siehst jetzt gut aus, aber um sicher zu gehen, ist es am besten, sich heute etwas auszuruhen. Oh, das gab, dafür hat es sich gelohnt. 200 Münzen. Vielen Dank für Ihre Hilfe und nochmals Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Kann ja mal passieren. So, schnell weg hier. Wie sieht es denn um die Quest eigentlich aus? Aber mit Lucy? Oder muss ich mit Lucy jetzt nochmal sprechen? Ja. Abschlussstelle. Ah, okay. Wo haben wir dich gefunden? Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Vielleicht haben sie eine Karte. Ich zeig ihnen lieber. Okay. Oh nein. Jetzt muss ich die Karte zurechtschieben, oder was? Verschieben Sie die Teile der Bilder, um ein Gesamtbild zu erhalten. Okay. Ja, ich will jetzt ein anderes Teil schieben. Wo bin ich eigentlich gerade? Ah, eine Maus wäre gut. Nee. Sprechen. Oh, warte mal, ich will mal. Ja. Okay, das ist okay. Ja, aber verschiebe die Teile, aber wie wechsle ich das Teil dann? Jetzt würde ich ja gerne anderes verschieben. Das ist ja schon gar nicht schlecht. Okay, das gehört ja eigentlich wahrscheinlich nach unten. Also das bleibt da. Ach so, alles klar. Du kannst du die Teile verschieben, die frei sind. Ja, jetzt müsste ich eigentlich... Okay. Hab's geschafft. Ja, das ist der Ort. Etwas südlich der Blumenwiese zum großen See. Am größten See. Ich denke, Sie werden es sofort verstehen, wenn Sie diesen Ort sehen. Sei einfach vorsichtig da draußen. Da schauen wir es doch gleich mal nach. Was hat sie gesagt? Südlich? Westlich? Ich hab's vergessen. Abschlussstelle. Irgendwo südlich der Blumenwiese gibt es einen See. Südlich der Blumenwiese. Kann ich überhaupt irgendwo südlich gehen? Ich weiß das gar nicht. Nee, das ist weg. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Ja, lass mal runter. Gehen wir nun da. Dann schauen wir mal, ob wir da was finden. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich komme doch jetzt wieder auf mein Grundstück, oder? Ach nee, sie kommen hier an den Strand. Ja. Und wenn ich dann nach oben gehe, komme ich wieder zu meinem Grundstück. Nee, da muss es irgendwo... Also es muss irgendwo einen Ort geben und da ist südlich der Blumenwiese ein See. Okay. Wir schauen mal. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja, genau. Hier gehen wir natürlich nicht hin. Okay, wir sind im Forest. Wie sieht es im Forest aus? Es ist die Frage... Ich gehe mal darüber, weil also ein See... Es könnte ein See sein, aber... Ah, da sind wieder meine... Huch, Apfel. Da sind wieder meine Lieblingsdings hier, meine... Eagles? Ja. Mit den Federn. Diese Igel haben Federn. Ja, das ist völlig normal hier. Achso, das kannst du nicht nehmen, aber das kannst du nehmen. So, ich wollte mal einmal hier komplett durchlatschen. Und gucken, was da kommt. Weil jetzt sind wir... Ja, einmal sind wir südlich und nördlich eines Sees. Das ist ja die Frage, welcher ist der See? Oh, ach nee, die Schnecke. Warte mal, eine Blumenwiese sehe ich da. Aber südlich. Und was soll da nochmal sein? Warte mal, nochmal den Text lesen. Irgendwo südlich der Blumenwiese gibt es einen See. Ah, dort ist das Schiff abgestürzt. Okay, also südlich der Blumenwiese. Ich habe das gerade gar nicht. Aber da komme ich nicht hin. Was wollte die Schnecke nochmal? Die Schnecke muss weg. Na, Schnecke? Ach, du wolltest Gras. Das war das. Ja, dann haben wir noch mal ein kleines Ziel. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Pack's da hin.
Wähle es aus. Genau, wir brauchen ganz viel Gras. 42 Gras. Es ist natürlich... Oh, wo kommen wir hin? Oh. Ah, hier waren wir schon mal. Okay. In die Höhle will ich jetzt nicht. Ich will jetzt Gras sammeln. Damit wir die Schnecke wegkriegen. Damit wir an das Raumschiff rankommen. Ah, ich bräuchte voll wenig Gras, ne? Auf dieser Wiese wird es wahrscheinlich ganz viel Gras geben. Das war knapp. Da hätte ich fast, ich weiß nicht, ein Eichhörnchen oder was das sein soll, erwischt. Jetzt ist ja die Frage, wie viel Gras hatte ich bei mir in Dings gepackt, ne? Komme ich da durch? Nee, nicht so recht. Kann ich das wegschneiden? Nee. Büsche wegschneiden? Nee, geht auch nicht. Schade. Ah. Lalala. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Ich habe 11. Ah, zu Hause habe ich vielleicht auch 11. Ich pack's mal hoch, dann sehe ich das gleich. Das mit dem Einsammeln ist ein bisschen doof, ne? Du gehst dann schon weiter. Und auf einmal liegt da dein Gras, dann muss man wieder zurück. Also eigentlich müssen wir so ein bisschen warten. Das ist ja so gar nicht meins, ne? Warten? Ja, naja, gut. Sehr schön, Gras. Also ich habe irgendwie, ich glaube 11, 12, irgendwie so. Also die Vermutung ist zumindest, dass ich so viel habe. Hallo. Kann ich die Pilze abschneiden? Ui! Der Pilz lebt! Zwei Sporen von Honigpilzen. Aber kann ich das nicht, kann ich Sporen nicht? Kann ich die nicht anbauen? Wo sind sie? Da. Ja klar. Ja moin. Tut mir echt leid, aber... Ich brauche die Sporen. Ah. Und eigentlich Gras. Es wird jetzt auch sehr dunkel. Ich glaube, ich gehe langsam... Ey, die spawnen hier voll schnell, ne? Ich gehe langsam mal zurück. Und dann gucken wir mal. Naja, 26 Gras, ja. Also irgendwas über 30 auf jeden Fall. Irgendwas über 30 habe ich jetzt auf jeden Fall. Hier gibt es ja auch noch ein bisschen. Hier haben wir auch ein bisschen mehr Licht. Das war sogar zwei. Das ist nicht schlecht. Das ist ein echt guter Schnitt. Zwei Dinger weggeschnitten und dann auch zwei bekommen. Boah, so gut. Darf gerne so weitergehen. Damit wir die olle Schnecke wegkriegen. Am besten diese Folge, das wäre cool. Kann ich die eigentlich? Nee, die kann ich nicht hauen. Ich muss es aber ausprobieren. Ja, komm mal mit. Okay, 32. 42. Ja, dann habe ich doch alles. Also ich habe auf jeden Fall 10. Und 42 wollte ich Schnecke haben. Dann packe ich mir das ein und morgen früh gehen wir da einmal hin. Und geben dir lecker Gras. Und dann lässt die uns lecker durch. So. Hm? Immer eine Rolle machen, ganz wichtig. Hm, 15 hatte ich, okay. Okay, 48 jetzt und dann will ich mal schauen, dass wir die Pilze in den Boden kriegen. Achso, ja, erstmal Löcher machen. Die Uhr tickt. Schnell reingehen. Ja, schlafen. Ins Bett. Ui, das war knapp. Gut, vielleicht tickt die dann auch noch eine Stunde oder so. 7 Uhr morgens,
Herrlich, herrlich. Oh, guck mal, wir haben Verkleidungsdings verloren. Also jeden Morgen anscheinend verliebt man ein bisschen an seinen, an seiner Verkleidung. Und da muss man sehen, dass man es über Tag wahrscheinlich wieder auffüllt. Ah, und gar nicht so wenig. Also kannst du mal ein paar Tage machen, aber dann... Oh, hier Kartoffel. Kartoffel? Kartoffel. Ich denke sofort an Ben. Okay. Gießen? Kann man auch drei Felder gleichzeitig? Nee, es sind immer nur zwei. Okay. Alter, ja, so machst du gar nichts. Oh, nee, doch geht auch drei. Wahrscheinlich muss ich in der Mitte stehen. Wir haben Post. Mal gucken, wer geschrieben hat. Gruß, ich mache etwas. Was? Gruß, ich mache etwas. Können Sie mir helfen? Die Liste der benötigten Materialien finden Sie auf der Rückseite des Schreibens. Pinky, PS, du wirst es lieben. Totaler Chill. Okay, ich liebe immer Chill. Aber jetzt liebe ich erstmal zur Schnecke zu gehen. Dann mache ich die zur Schnecke. Ha, na, ist ja schon. Ist ja schon eine Schnecke. Ja, da muss ich irgendwie ein paar Quests machen. Also gut, ich denke mal ein paar Tage wirst du das machen können. Aber man muss dann auch mal schauen, dass du hinterher kommst. Sonst hat man ein Problem. Vielleicht gibt es auch einfach mal Fragen, die man falsch... Oder gibt man falsche Antworten manchmal, wo man vielleicht gar nicht meint, dass man Abzug kriegt. Und dann Abzug kriegt. Also es wäre schon schön, wenn das ein bisschen schwieriger wäre, die Tarnung aufrechtzuerhalten. Naja, gut. Wir schauen mal. Das Spiel ist ja im Early Access halt, ne? Jetzt soll es ja, ich glaube, jetzt im November soll es ein Story-Update noch geben. Da ist dann die komplette Story mit drin. Also die ist noch gar nicht da. Deswegen lohnt es sich noch gar nicht hier groß, jeden Tag eine Folge zu bringen oder so. Handeln. Geben. Und weg ist die Schnecke. Ja. Jetzt sich jetzt... Aha. Verhandeln Sie mit der Schnecke. Geschäftsbeziehung. Okay. Was? Ey, das ist ja geil. Hier Saaten. Rübensamen. Erdbeersamen. Rucksacktasche. Beschreibung. Fügt ein Inventarplatz? Ja, plus eins. Für 1360? Du bist ein Halsabschneider der Schnecke. Okay, Erdbeer, ja gut, das geht. Kann ich dir auch was verkaufen? Ja, geht. Ach, das geht, okay. Stachelbeeren? Na gut, immerhin. Dann verkaufe ich dir ein bisschen, was gibt's dafür? Ja, komm. Und hierfür gibt's, warte mal. Apples? Ja, 5 pro Apfel und ich finde ja voll viele, ne? Das ist okay. Ich habe noch welche von den Pilzen. Ach ja, stimmt. Ich habe noch eine Reihe voll gemacht. Wie viel gibt es denn für Gras? Nur eins. Kamillentee ist schon nicht schlecht. Und die Dinger geben 6. So, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Geld. Ich könnte mir jetzt... Naja, kann ich, nicht mal das kann ich mir leisten. Was bringen Sie? Ein schönes Stück Kuchen. 2,18 kommt weg damit. Ja, komm. Den Kamillentee habe ich dafür, ne? Ich glaube, der war für Gesundheit. Naja, nee, Energie. Stimmt. Oh. Aber ich habe einen Heiltrank. Was kostet der Heiltrank bei ihm? 600. Rüben. Erntezeit 4 Tage. Lass mal. Machen wir 5 und. Und Erdbeer 5. Ja, klingt gut. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Raumschiff finden. Oh, das nehmen wir mal mit. Venedium. Ich glaube, da habe ich auch schon einmal was. Hallo Bienen. Ich habe gerade so eine Idee. Oh! Alter. Bienenwabe. Sehr schön. Aua. Okay, aber ich... Ah, das ist bestimmt ein Labyrinth, wo wir durch müssen und... Zum... Nee, nicht zum Raumschiff kommen. Ich glaube nicht. Warte mal, was sagt die Karte? Karte sagt nein. Ah, sind die von sich auch aggressiv? Nö, nö. Von daher machen sie nichts. Aber wenn man sie mit dem Schwert bearbeitet... Ah! Oh Gott! Hilfe! Was ist hier? Plants vs. Aliens? Schleim. Blaubeeren? Oh, sehr gut. Stellen Gesundheit wieder her. Ah! Alter, hier ist ja richtig gefährlich. Ist es das?
Abschussstelle. Es ist definitiv ein Teil meines Schiffes. Es scheint, als wäre es in diesem See versunken. Ich brauche eine Hebevorrichtung, um es herauszuholen. Was kann ich bauen, das nicht die Aufmerksamkeit der Einheimischen auf sich zieht? Vielleicht eine riesige Angelrute? Das ist hier wohl völlig normal. Aber es ist nicht sicher. Die Leute sind so seltsam. Ich muss den Fischer überzeugen, mir zu helfen. Okay, sprich mit dem Fischer. Oh, ich dachte gerade, da schießt sich wieder jemand nach mir. Aber wo kommen wir hier noch hin? Ja, wo kommen wir? Ah. Neues Rezept, Honig. Ja, moin. Das passt doch sehr gut. Hä? Ganz neue Region hier. Gibt doch keine Karte. Es gibt doch keine Karte hier. Nee. Okay. Jetzt kommen wir hier in Herbst, oder was? Kleine Häschen. Wie süß. Fang. Fangen Sie das Tier ein, indem Sie Mauern bauen und lassen Sie es nicht aus dem Feld. Sobald es gefangen ist, kann es auf Ihrer Farm in einem speziellen Tierhaus untergebracht werden. Okay. Puh, ja, gut. Wir schauen mal. Hm. Ja, das ist bestimmt Flink. Flink ist ein kleines Tier. Ja, warte mal, wenn ich da jetzt... Ja, war klar. Wenn ich da jetzt zumache, dann... Es darf nicht raus, das ist wichtig. Ja, ist klar. Das... Nein! Ah, ja. Moment, Moment. Das haben... Ich nehme das hier. Das sieht viel süßer aus. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das weitergeht. Ne, geht immer nur ein Feld. Ja, da muss ich jetzt aufpassen. Dann geht's nach oben, ne? Ja, ja. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann, ach Mann. Finde ich noch. Oh, ein Pilz. Ein weißer Pilz. 10 Gesundheit, sehr gut. Ich hab. Wären wir die Befürchtung? Ja, genau, die Befürchtung hatte ich. Wow. Machen die viel Schaden. Alter. Ich kann den nicht mehr aufnehmen. Von daher brauche ich mir natürlich jetzt auch kein Kaninchen anlachen, wenn ich es eh nicht mitnehmen kann. Ja, und der Fliegenpilz, der bleibt jetzt hier liegen. Mann, 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 ist ganz schön gefährlich hier. Also, holla die Waldfee. Ich finde diesen Übergang so krass hier. Und da gibt es halt keine Karte. Vielleicht kriegen wir die noch. Ja, das sind Fragen über Fragen. Das wissen wir leider nicht. Vielleicht kann man auch hier Schmetterlinge fangen. Auch das wissen wir noch nicht. Und ich weiß auch, dass es hier Bosse gibt, also gegen die wir kämpfen müssen. Das ist hier gar nicht so ohne, so wie hier. Oh, krass. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut doch einfach nächste Folge wieder rein. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich verbleibe mit einem Ciao, Ciao. Und Ciao, Schnecke.